Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderbaren tollen Channel. Wieder mal mit Gast. Der Stefan ist in the house. AKA Zodax Zeitreise. Vielen, vielen Dank. Und natürlich im Off natürlich wieder unseren Gast, ebenfalls Stefan. Vor der Kamera Stefan, hinter der Kamera Stefan. Viele Stefans am Start. Es klingt komisch, ist aber so. Und wir haben heute Turtles mitgebracht, und zwar die 2000X-Line. Ich möchte das jetzt hier mal so auch für die Turtles implementieren. Das ist die 2000X-Line, Freunde. Die ist nämlich so um 2003 ähnlich wie die damalige Master-Serie rausgekommen. Machen Sie das Fenster zu. Genau. Draußen fahren Motorräder vorbei, aber ich denke, das hört man nicht. Mikro ist nach vorne ausgerichtet. Ja, na klar. Und die haben sie jetzt tatsächlich nochmal rausgebracht, und wir haben schon drüber philosophiert, macht das Sinn, jetzt diese Line nach gerade mal 20 Jahren schon wieder rauszubringen? Aber tatsächlich kriegt man die nicht mehr so leicht. Ausgepackt findet man sie noch, auch recht günstig, aber OVP fast nur noch in den Staaten, und dann ist man auch gerne mit einem Huni pro Figur dabei, gerade wenn natürlich noch Versand dazu kommt. Also ich gehe mal da stark heraus, dass die verschiedenen Charaktere dieser Line noch recht gut zu bekommen sind, aber die vier Jungs sind immer irgendwie ausverkauft, genauso wie die Reissues-Figuren jetzt, ja. Die Line war ja auch eher klein, die war ja längst nicht so ausufernd wie die Vintage-Line oder auch andere Turtles-Line, sondern hier hat man sich relativ auf die Kerncharaktere beschränkt. Es gab halt, glaube ich, noch Shredder wahrscheinlich und irgendeinen Foot Soldier, aber sonst war hier nicht so viel. Hast du denn die Zeichentrickserie gesehen damals? Nein. Ich habe sie gesehen, und ich muss sagen, es ist eigentlich die beste Turtles-Zeichentrickserie. Sie ist sie ist sehr nah am Comic, an der damaligen Geschichte. Es gibt halt viele Storybögen, die eins zu eins aus den damaligen, ja auch recht brutalen und eher erwachsenen Comics entnommen wurden. Also nicht diese Kindercomics, sondern wirklich die erste Line, die bei uns auch in diesen schönen Bänden mit dem silbernen Hintergrund erschienen ist. Das war ja noch die ernsten Turtles, bevor dann die Kinder-Turtles kamen, zeichnen sich halt unter anderem dadurch aus, dass die Turtles keine Pupillen haben. Und das war ja eigentlich auch ganz witzig, dass man ja zu der Zeichentrickserie halt die Spielzeuge rausgebracht hat, aber Spielzeuge sahen gar nicht so aus wie die Turtles in der Zeichentrickserie, sondern halt eher wie in den alten Comics, nur dass sie eben schon verschiedenfarbige Bandanas hatten. Ja, und das ist halt jetzt die Figurenserie zu der 2003er Zeichentrickserie. 2000X, Zeichentrickserie, sehr gelungene Serie, und ich finde auch die Figuren schön. Es ist so ein bisschen, sie sind nicht so bunt wie die damaligen. Sie haben immerhin verschiedenfarbige Augenklappen, würde ich schon sagen. Also hier das Bandana um die Augen rum, das ist schon jeweils in der klassischen Farbe, aber der Rest, also die Knieschoner und die Ellbogenschoner und auch die Bänder um die Handgelenke, die sind braun. Hier sieht man es auch auf der Rückseite. Leider ist uns schon aufgefallen, dass das Braun sehr ins Grüne geht. Also die waren da sehr dezent mit den Brauntönen. Aber das sehen wir nochmal, wenn die Figur ausgepackt ist. Aber man kann es wenigstens erkennen, dass es halt braune Schoner sind. Also hier sieht man es, aber es ist halt auch sehr viel Grün im Braun mit drin, warum auch immer. Ellenbogenschoner und so weiter, ja, die alten Versionen. Ja. Aber sehr punktgenau bemalt und auch mit Shadowing, oder wie nennt man das nochmal, wenn da solche Linien mit drin sind? Wash, mit Wash. Es hat also Wash auf der Figur hier. Übrigens, es gibt trotzdem noch einen Unterschied. Die 2000X'er Turtles, die hatten jeweils ein Charakter-Artwork hier auf jeder Karte. Und hier ist bei jeder Figur dieses Vierer. Bist du sicher? Ja, genau. Also quasi Leonardo ist die Leonardo drauf. Das war, also von der Größe war es identisch, aber dann war hier auf der Karte komplett hier groß, dann, ich sag mal, Leonardo dann abgebildet. Das war damals. Also du meinst, der hier vorne hatte immer ein anderes, oder war ein ganz anderes Bild? Das war jedes Mal ein anderes Bild. Das ist ja ein allgemein gehaltenes Bild. Ja, genau, das sind alle gleich. Ja. Ist ja klar, weil es günstig in der Produktion ist, diese Karte herzustellen. Und in der 2000X war jeder Turtle-Charakter hatte eine eigene Charakterzeichnung. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, aber ich hab die auch als Figuren nie gehabt. Ich habe nur die Serie gesehen, fand die sehr gut. Und was ich halt auch bei den Figuren schön finde, dass eben die Waffen besser bemalt sind. Ne? Die haben wirklich metallfarbene Klingen. Hier sieht man das bei dem Raphael ganz schön. Das war ein großes Manko, finde ich, an der Vintage-Line, dass die Waffen halt alle braun waren. Die sahen irgendwie aus, dadurch, als wenn sie alle aus Holz wären. Hat mir nicht so gut gefallen. Und hier bei dem losen Leo, den haben wir nämlich schon mal ausgepackt, da sieht man es sehr, sehr schön sogar hier mit
Griff nochmal extra bemalt und hier Metall, allerdings, also metallfarben, silberfarben, allerdings ein bisschen krumm und schief und die sind auch mega weich. Das ist ein bisschen schade. Also hier hat man es ein bisschen übertrieben mit dem Gummi. Die sind ganz klar zu weich. Ein bisschen mehr Steifigkeit hätte hier gut getan. So. Das dazu. Und dann würde ich sagen, achso, ich wollte noch was sagen, und zwar zur Beweglichkeit. Ne, wir haben schon festgestellt, die haben zwar Gelenke in den Armen und in den Beinen, aber man kann sie zum Beispiel nicht hinsetzen. Also man kann das Bein ganz wenig nur bewegen, also so weit nach vorne und so weit nach hinten. Da geht nicht so viel. Und dadurch kann man die Turtles jetzt auch zum Beispiel nicht in ein Turtle Van setzen. Aber ich glaube, aus der Line gab es auch kein Turtle Van. Doch. Es gab mehrere Playsets und es gab auch so einen richtig schönen so einen Turtle-Truck und so weiter, ja. Aber standen die da drin? Nee, warte mal. Oder war es zum Film? Nein, zu dieser Serie bin ich der Meinung, gab es kein Turtle Van. Ich glaube, die hatten auch gar kein Turtle Van. Weil der Turtle Van ja eine Erfindung aus der Zeichentrickserie ist. Also aus der ursprünglichen Zeichentrickserie. Und die Turtles in den Comics hatten eigentlich nie diesen Van aus den ursprünglichen Comics. Und weil diese Figurenserie sich ja eher halt an den Ursprungsgeschichten orientiert, bin ich der Meinung, gab es hier auch keinen Van. So viel dazu. Hau, ich habe gesprochen. Genau. Sehr schön übrigens, hier ist nur ein Halteband, weil ich hasse Haltebänder. Haltebänder sind ganz schlimm. Genau, ist nur ein Halteband. Zack, und wenn die Figur richtig schön fest im Blister reingedrückt wird, dann... sollte das auch gewesen sein. Zack, so, das war's. Die Figur ist drauf. Und, so muss das sein. Und mal gucken, ich habe nichts gemacht aus der, na, und er steht, steht so. Direkt. Er steht direkt. Muss vielleicht mal umdrehen, dann ja, stimmt. Sieht man ja auch besser. Steht tatsächlich direkt. Hallo, nimm doch das Messer, ich will die Karte noch behalten. Jetzt willst du die Karte aber noch behalten. Ja, natürlich will die Karte behalten. Immer zu jeder Figur. Ach, hier ist wieder auch ein Halteband. Bei Duplico hast du immer als wild auseinandergerissen. Ja, weil ich Duplico ja noch mal hatte. In einer viel besseren südamerikanischen Karte. Aber habe ich auch trotzdem gut gemacht. Guck, sieht doch super aus. Ja, sehr schön. Bin stolz auf dich. Dankeschön. Und die Turtles haben wieder alle vier leicht unterschiedliche Hautfarben. Das war in der Zeichentrickserie auch so? Oder hatten die alle dieselbe Grünton? Im alten Cartoon meinst du oder in dieser? In der 2000Xer. Wir sprechen ja über diese. Die 2000Xer Line, da hatten die schon auch unterschiedliche Grüntöne. Ja. Hier, er ist ein bisschen schlammig grün und Raphael ist ja klassischerweise immer der grünste Turtle. Und ja, Michelangelo meist auch ein klares, aber ein bisschen dunkleres Grün, wenn wir gleich mal gucken, wie es hier ist. Und hier Leonardo so ein bisschen im gräulichen Grün. Also die Farbschemata hat man so ein bisschen aus der alten Vintage Line beibehalten. Aber hier sieht man es auch nochmal sehr schöne Waffen, auch mit mehreren Bemalungsdetails. Sowieso haben sie hier den Donatello sehr üppig ausgestattet, noch mit einer Axt dabei und auch noch mit mehreren aufwendig bemalten Wurfsternen mit Yin- und Yang-Zeichen in der Mitte. So, der hier hat aber mehr Haltebänder. So, jetzt habe ich mal zwei. Du hast jetzt den... Ich habe hier den Dawn. Gut, das ist der Rev. Kann man ein bisschen dichter zeigen. Hier, also wie gesagt, in der Verpackung waren die Waffen schon so dran. Und hier sieht man auch, dass die Knieschoner haben nicht ganz so, ich hoffe, das kommt ganz gut rüber über die Kamera, nicht ganz so den braunen Ton wie in der, ich sag mal, in der alten 2000X Line. Da waren die tatsächlich etwas browner. Ja. Kannst du den ja nochmal befreien? Ja, dann spiel mal mit denen rum. Ja. Und hier hat er noch so ein... Ja. Wie nennt man das denn? Wie nennt man das? Da kannst du auf so ein... Ja, kann man sich abseilen. Kann man sich abseilen, ja, aber wie nennt sich das? Ja. Abseiler. Das ist, 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 ist ein Abseiler. Ist, ist, ist ein Abseiler. Ist ein reiner Abseiler. Abseiler. Ein reiner Abseiler, genau. Der hier hat schon eine sehr dynamische, also die Füße sind so gestaltet, dass der sehr dynamisch dasteht. Das hatten ja auch die alten Turtles, da stand ja kaum eine Figur so ganz gerade, sondern die Beine waren immer so ein bisschen in Actionpose schon gebracht. Eigentlich ungewöhnlich für so eine Kinderserie. Und auch hier haben wir sehr, sehr weiche Waffen. Seine Psy-Dolche hier sind leider auch aus diesem ganz dünnen Gummi. Und dadurch sind die dann immer so ein bisschen verbogen. So, wie gesagt, ein bisschen hier, klein. Ich habe nichts gemacht. Ich hole die Figur einfach mal raus. Und ich hoffe, aus der Verpackung... Kippt direkt um. Nee, aber eigentlich müsste doch...
Ja, okay, aber die trotzdem haben halt auch riesige Füße, muss trotzdem man sagen. Aus der Verpackung steht das Ding eigentlich gleich. So möchte man das doch haben und nicht so wie andere Hersteller x-mal ausbalancieren. McFarlane Toys, schöne Grüße. Als wenn er das sehen würde. Bestimmt guckt er immer zu. Ich muss leider sagen, dass auch mir die Dolche hier ein bisschen zu klein sind. Genau, hatten wir schon gesagt, bei Leo die Schwerter hätten sie auch noch mal ein Stückchen länger machen können. Das Säbel, ja, von der Schiefigkeit kommt das ungefähr hin so. Die Schiefigkeit. Sind halt klein, wenn man so vergleicht mit dem Arm und mit der Bring Hand. Bringen da nicht die Waffen jetzt mal durcheinander zu den entsprechenden Charakter. Sind schon relativ klein. Kannst du doch hinten drauf sehen, was dabei war. Ist doch immer abgebildet. Das ist allerdings richtig. So, ja, guck mal hier, siehst du schon so ein... Ist das gewollt oder so ein Shattering hier so ein... Ja, das ist sicherlich gewollt, ja. Aber ja, man sieht halt hier, dass sich leider die Knieschoner besonders nicht so abheben von der Figur, weil da irgendwie zu viel Grün drin ist. Verstehe ich nicht so ganz, warum sie die nicht ein bisschen... Hier beim guten Raphael, beim Raffaello geht es sogar noch. Da heben die sich ganz gut ab. Aber gerade beim Donatello, da unterscheiden sich die Knieschoner kaum von seiner Hautfarbe. Oder was hast du? Ja, ja, haben wir noch nicht gezeigt. Hier. Also man sieht das extrem. Hier hätte ich mir natürlich bedeutend mehr Brown gewünscht. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Sind aber schöne Figuren, ja, muss man sagen. Das wollte ich auch noch sagen. Sind auch schön bemalt. Also wirklich sehr punktgenau. Also ich sehe hier keine größeren, ja gut, hier oben auf dem Knie ein ganz bisschen, das ist ja immer schwierige Stellen, aber sonst sind die Figuren wirklich schön bemalt. Was sagst du? Ja. Also man könnte tatsächlich hier wirklich nochmal lang gehen mit ein bisschen, ich sage immer wieder, ich wiederhole mich in vielen Videos, tatsächlich, wenn man einen günstigen Wash haben will, nimmt einfach billige Schuhcreme aus dem Action, verflüssigt das ein bisschen mit Wasser, besser geht's gar nicht. Aber hält das dann auch drauf? Das hält wirklich, ja. Also du kannst dann hinterher auch nicht, hast du keinen schwarzen Finger? Nee, wieso? Du nimmst das dann mit dem Pinsel ja ran. Ja, aber oder bemalst du dann deine Figuren mit dem Finger? Nein, ich meine, wenn man geht es nicht einfach wieder ab. Weil ich meine, Schuhcreme soll eigentlich auf Leder und so einziehen, aber hier kann das ja nicht einziehen. Ja, aber wenn das ist, soll ja nicht einziehen, das soll ja nur oben ein bisschen halten. Erhält. Sagst du. Es hält, ja. Okay. Ich habe, du kennst vielleicht von McFarlane Toys, DC Multiverse, gab es ja so viele Batman-Varianten. Da gab es ja auch einmal Batman Metal mit diesen Fledermaus-Skelett-Motorcycle. Mhm. Kennst du sicherlich. Ja. Und das war ja vom Prinzip relativ hell. Und da habe ich ganz einfach gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mache da ein bisschen diese Schuhcreme ran, ich habe das ein bisschen verflüssigt. Ich habe das allerdings Braun- und Schwarz-Schuhcreme leicht gemixt, damit das so einen anderen Farbton hat. Und dann habe ich das ran gemacht. Und das Schöne ist ja, bei diesem Bike, da gibt es ja so viele Vertiefungen, diese ganzen Details. Ja, das füllt, da bleibt das Schwarz dann hängen. Ne? Das füllt sich dann halt aus. Und ich habe, gut, das Bike habe ich jetzt leider nicht direkt jetzt hier griffbereit, aber das sieht mega geil aus. Also es hat tatsächlich funktioniert. Ja, dadurch kommen ja auch die vielen Details viel mehr zur Geltung dann, ne? Als wenn das alles so flach in einer Farbe ist. So. Ja, also hier auch wirklich schöner Wash, sieht man auch am Panzer sehr gut. Ja, das haben sie schon schön gemacht. Und ja, in Gänze gefallen mir diese Figuren sehr gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt leider keine alte Figur zum Vergleich hier. Bei da waren auch noch zwei dieser Ninja-Channel dabei. Die liegen jetzt bei mir am Schreibtisch im Wohnzimmer. Und halt diese Saugnäpfe, ne? Also zwei Stück, damit man diese Figur auch noch daran backen kann. Cool wäre natürlich, wenn alle Figuren noch diese Saugnäpfe hätten als Aber die fallen wahrscheinlich in ein paar Tagen ab, schätze ich mal. So, oder willst du die letzte Figur aufmachen? Ja. Gut. Da sage ich nicht nein. Messer? The Knife? Tatsächlich, wirklich sehr schön viele Farbunterschiede, ja. Also ich denke mir mal, ich probiere das. Also die Figuren, die sind knapp über 20 Euro. 20, 21 Euro jetzt beim großen A gekauft. Da kann man sich auch mal selbst mal dran versuchen, dass man ganz einfach sagt, okay, ich bemal die Knie und die Ellenbogenschoner ein bisschen brauner. Ja, ich würde es probieren. Ist halt die Frage, ob das gut deckt, ne? Mit der Schuhcreme.
Was könnte man noch als Alternative benutzen sonst? Ja, es gibt ja so klassische Modellbau. Ja, bloß halt welche. Welche Farbe benutzt man dann? Es gibt ja nicht die klassische Modellbaufarbe, ja, die hält dann halt ja klassisch auf Plastik. Weil das ist ja in dem Sinne kein wirkliches Plastik wie beim Modellbau, sondern das ist natürlich eine andere Oberflächenbeschaffenheit. Ich habe es noch nie versucht. Ich auch noch nicht. Okay, hier fällt mir jetzt tatsächlich schon ein bisschen was negativ auf. Wenn man zum einen Farbverlust an dem weißen Griff von dem Nunchaku oben. Da fehlt ein bisschen Farbe leider. Und wir haben hier irgendwie am Gürtel, das sieht auch ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Wo ist die? Ist die irgendwo fest? Ja, die hinten, da ist immer durch eine Halteband drauf. Bei den Beinen wahrscheinlich. Bein oder Arme. Nee, hier tatsächlich nicht. Da hat er den nicht? Nee. Okay. Ja, nice. Ja, sehr das Zubehör auspacken. Sehr schön. Das hat allerdings tatsächlich ein Halteband. Ah, irgendwie ist der Gürtel hier irgendwie zu. Der sitzt nicht richtig. Was ich auch noch mal kurz sagen wollte, ist, entweder ist das zu gewollt oder ist es schon so ein Vorbote für Verschimmelungen. Hier bei dem Gürtel kann man das sehen? Ist so ein leichtes. Ja. Könnte das auch so sein. Hier bei dem Gürtel hier vorne, siehst du das? Okay. Das ist ja geil. Das ist ja geil, das ist eine richtig. Das übrigens, hier ist ein Action-Feature dabei. Sieht gewollt aus, würde ich sagen. Ich denke auch, ja. Ja, würde ich auch sagen, aber das sieht schon ein bisschen sehr eigenartig aus. Also ich habe das Problem erkannt, irgendwie sitzt der Gürtel hier nicht so gut und der kleine Nupsi, der den Gürtel zusammenhält, der ist halt grün. Das sieht ein bisschen doof aus. Und was halt auch wieder schade ist, ja genau wie es halt damals war, er hat keine Armgelenke. Ne? Die Arme kann man nicht hier einknicken, keine Ellbogengelenke, sondern man kann sie halt nur so rotieren. Immerhin, aber wäre natürlich fürs Posing schön gewesen, wenn man die auch hätte einknicken können. Dafür sind halt die Nunchakus hier sehr detailreich bemalt. Drei Farben gleich dran, aber leider ein bisschen Farbverlust. Kann halt immer mal passieren. Könnte man auch mit Weiß natürlich nochmal rübergehen. Ein bisschen Tippex. Aber ich finde, es zieht sich durch, dass die Waffen aber irgendwie alle ein bisschen klein sind. Für meinen Geschmack hätten die alle ein bisschen größer ausfallen können. Außer der Bow von Donatello. Der ist sehr lang. Da haben sie es dann wieder rausgeholt. Ach, Bo heißt das? Ja. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ach, und ja, dann kann man ja das dann benutzen, um hier dieses Ding anzubringen, ne? Nee. Du hast. Nee? Bei welcher Figur waren das jetzt dabei? Welchen hast du jetzt? Ja, genau. Warte mal, wir probieren das mal was aus. Ja, stimmt, das ist ein leichter Bemalungsfehler, aber hey, mein Gott. Das ist halt. Die waren, glaube ich, damals auch nicht viel ja, besser. Kann man immer haben. Oh, hier, Bauchnabelloch. Ja gut, der Gürtel hält jetzt nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar kann er sich da ja hier so ran festhalten. Hier, ne? Ach so, okay. Ich dachte, dass das denn hier von einer anderen Figur dafür wäre. Vielleicht kann man ja, ich glaube, der kann sich dann halt hier. Mal gucken, was jetzt passiert. So. Spannend. Und dann sage ich jetzt mal, das hängst du hier irgendwo wahrscheinlich an. Und dann? Das hängst du irgendwo an und dann kannst du dann halt als Action-Feature ihn dann halt so. Das kennen wir doch so, das Feature. Dieses Feature übrigens. Das ist das Webstore-Feature. Ja, pass auf, dieses Feature ist tatsächlich. Schade, wo habe ich diese Figur gelassen? Da liegt sie. Oben, ganz oben, oben drauf. Ja, geh mal her. Ah, sehr schön. Hood. Genau, und zwar ist dasselbe Feature wie eben gerade beschrieben, hier bei diesen Air Attack Peter Pan drauf. Und diese Figur hatte ich damals als Kind. Damit habe ich gespielt. Ist genau dasselbe Feature hier, ja. mit dem Ding hier. Und es ist ursprünglich von Webstore. Das weißt du natürlich nicht. Ja, Webstore hängt übrigens ja auch hier in der Vitrine hier hinter mir. Doch, natürlich weiß ich das. Aber wir müssen noch den Gürtel, der ist ja noch vernünftig ran. Genau. Guck mal, das ist ganz seltsam. Dieser Gürtel, der ist komplett aus schwarzem Gummi. Aber der Pin, der den Gürtel zusammenhält, der ist aus grünem Kunststoff. Warum auch immer. An der Stelle muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, ich finde es cool, dass diese ganzen Figuren neu aufgelegt werden, wie halt in dieser klassischen Playmates Retro Classic Line. Es ist mir allerdings zu viel Vierer Turtles.
jedes Mal, wenn irgendwas Neues kommt, kommt immer, klar, das sind die die Hauptcharaktere, ist halt richtig. Aber mir ist es persönlich tatsächlich manchmal zu viel. Jetzt kommen diese Sketch-Turtles, diese ersten Zeichnungen, die damals die beiden Peter Laird und Kevin Eastman gemacht haben, gibt es auch jetzt Turtles von Neckar. Und Playmates hat jetzt auch diese Sketch-Turtles halt neu rausgebracht und dann wieder diese vier Turtles. Und ja, das ist dann, aber man muss ja nicht alles kaufen. Also ich finde das okay. Was hast du jetzt gemacht mit dem Gürtel? Nix, ich habe ihn in der Hand. Guck mal, das ist halt ganz interessant. Die alten Figuren, da war dieser Pin aus Gummi und deswegen hielt das manchmal nicht so gut. Hier ist es jetzt ein Plastikpin, aber dummerweise ist der grün. Wäre natürlich besser, wenn der schwarz wäre. Und der guckte eben so ein bisschen raus. Und deswegen sah das so aus, als wenn das so ein Farbfehler wäre. Dabei saß andersrum. Dabei saß nur der Gürtel nicht so gut. Achso, andersrum. Klar, das hält nur unten. Ja, aber trotzdem so rum. Genau. Er muss halt einmal hier rum. Mhm. Wie sie jetzt alle gespannt, wie sie so mich beobachten, ne? Mal gucken, ob du das auch richtig machst. Ja, ich hier so rum, zack. Dann. Das ist nicht so einfach. Warte mal. Die Gürtel haben halt auch extrem kleine Aussparungen. Ich glaube, der ist aber extrem unter Spannung hier, du. Reinfällt. Ja, bei den anderen sitzt der sehr gut. Ich weiß nicht, irgendwie hat Michelangelo so viel Pizza gegessen. Da spannt der Gürtel. Bei den anderen Figuren ist das nicht so. Aber hier bei Donatello, diese Aussparung hinten fürs Bo ist halt schon sehr schmal geraten. Ich glaube nicht, dass der da wirklich reinpassen würde, der Stab. Da müsste man das schon ziemlich biegen. Das ist nur für das Schild gedacht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, es ist wahrscheinlich hier für sein... Sieht ein bisschen wie eine Machete von Jason aus. Machetenhalter. Okay, auf dem Bild ist es tatsächlich wunderbar. Aber hier auch sehr aufwendig bemalt. Das hätte nun wirklich keiner erwartet, dass dieses umgewickelte, angedeutete Seil hier noch weiß bemalt ist. Da muss ich sagen, Respekt. Ich merke gerade, der Panzer, der ist Gummi. Der ist Gummi, den kannst du ein bisschen reindrücken hier. Ach, vorne. Der Panzer nicht. Das ist aber auch der hintere Bereich, meine ich. Der ist der vordere Bereich ist auch ein Panzer bei den Turtles. Ja, ist halt ein Turtle, hat vorne und hinten Panzer. Also, hast du hier getrunken? Also bei dem lässt sich der Panzer nicht eindrücken. Ist der bei dem weicher? Hier vorne, wenn du so. Ja, hier so. Oh, stimmt. Guck mal bei dem. Ach doch, ja. In der Mitte ja, aber hier außen nicht. Interessant, ja. Das würde ich. Jetzt die Frage. Stimmt, das muss hinten passt das Schwert. Nicht das Schwert. Die Machete passt. Ich nenne es mal Machete. Ja, es sind. Normalerweise ist es eigentlich auch scheißegal, bei welchem Turtle irgendwas Zubehör ist. Ja, gut, die Landschaks aber die Schwerter und Äxte und so ist eigentlich wurscht. Das stimmt. Ich finde das ja schön, dass es immer noch ein paar extra Waffen gibt. Aber, weiß ich auch nicht. Nee, Punkt. Achso, aber sie hätten etwas aus stabilerem Material sein können. Das ist halt, na klar, kann man jetzt mit heißem Wasser versuchen, das irgendwie wieder gerade zu kriegen. Aber es ist halt einfach sehr flimsig, ist glaube ich hier der Fachausdruck. Oder wie der Held der Steine sagen würde, es äumelt vor sich hin. Echt? Sagt er das wirklich? Habe ich schon mal gehört, ja. Ja, aber es ist momentan auch voll der Lego-Hasser. Ja, zu Recht. Ja, und verkauft Lego. Aber nur die guten Sachen. Und die schlechten Sachen günstig, glaube ich. Ja. Wobei es andere Hersteller natürlich auch gibt auf dem Markt, die teilweise ein bisschen bessere Sets haben als Lego. Ich war im Lego-Store in Hamburg vorgestern. Das kann man da ranstecken auch. Und? Stimmt, und hast du was mitgenommen? Und ich habe mir die Herr-der-Ringe-Sets angeguckt. Die sehen auf den ersten Blick sehr schick aus, aber sind halt auch schweineteuer. Die kosten also 500-600 Euro. Mhm, genau, und bei AliExpress gibt es dieses Bruchteil-Set für einen Huni. Aber wahrscheinlich nicht von Lego. Nee, natürlich ist das nicht Lego, aber die Steine sind identisch. Nur, dass da nicht Lego draufsteht. Aber ganz egal. Mit dieser Verlängerung 500 Euro gespart. Ein bisschen übertrieben hier. Wie? Und du kannst... Wie lange soll es sein? Kannst die Axt kannst du übrigens auch ran machen. Ja. Dann wird es aber schon ein bisschen absurd. Das ist aber schon... Alter, ne, komm mal ran hier auf Zahnbürstenlänge hier. Er ist halt ein Distanzfighter hier. Ja. Dem kommt keiner zu nahe. Genau.
Das ist ja schon 3 Figurenlänge hier. Ja, das ist ja für 7-Inch-Figuren. Aber es sind schöne Figuren. Die gefallen mir gut. Sie sind alle so ein bisschen, haben alle eine andere, leicht andere Beinstellung, wenn ich das richtig sehe. Haben leicht andere Farben. Die Panzer, die sind wahrscheinlich identisch, würde ich mal schätzen. Aber sonst haben sie das schön gemacht. Ich finde ja, man hätte ein bisschen mehr Wash und ein paar Farbdetails hinten. Panzer. Der Panzer hat leider keine Farbdetails hinten. Nur vorne. Aber die haben wahrscheinlich gesagt, ja, von hinten guckt es halt keiner an. Immerhin ist noch ein Panzer dran. Ja, gut, dann kann man tatsächlich, würde ich dir mal ein bisschen sich also ich hätte mich auch versuchen. Über mehr Farbdetails gefreut und ich glaube, sowas hier, das ist zwar irgendwie witzig, aber spielt da wirklich noch jemand mit? Und das hier ist ja wirklich nur so ein Spielfeature, ne? Da kannst du ja sonst nichts mit anfangen. Das ist ja überhaupt nicht als Waffe in irgendeiner Form dekorativ. Also es wird gibt, wahrscheinlich es gibt bei tatsächlich jedem Sammler mehrere einfach nur eine Kiste Playsets, die bei dieser 2013er, 12er Toyline gibt es mehrere Playsets, die das auch haben. Bei diesen Turtles, die so ein bisschen, wirklich ein bisschen kleiner sind. Ist, da gibt es dieses Teil auch. Das ist ja witzig so zum Spielen, aber für diese Figuren, finde ich, braucht man es einfach nicht. Genau wie das Ding. Also wer soll damit irgendwas anfangen? Weil ich habe immer Angst, wenn du, ich habe das auch eben gerade gemerkt beim Ziehen, wenn du das halt ziehst, habe ich immer Angst, dass irgendwann das Band näher reißt. Und wenn das halt reißt, das Ding ist halt geschlossen, also wirklich hier verklebt, dann ist das Ding kaputt. Ja. Und das ist dann mega schade. Aber das Seil ist relativ dick. Also bei Webster ist das ja noch deutlich dünner sogar. Ja, also ich finde, darauf hätte man verzichten können. Ich glaube, kein Fan hätte gesagt, oh, wenn das nicht dabei ist, kaufe ich es nicht. Und dafür hätte man ein bisschen mehr in die Bemalung investieren können. Ja, siehst du? Was redest du? Es ist verschraubt. Krasser Scheiß. Ja. Dann kann man es ja verlängern. Dann hole ich mir mehr Band, irgendwie so 3 Meter und spann das hier einmal komplett hier rüber hier. Wahnsinn. Echt, Wahnsinn. Und irgendwann siehst du in meinen Videos dann so ein Turtles. Ui! Ich frage mich gerade, ob das hier Aufkleber sind oder ob das Drucke sind. Ich glaube, das sind noch Sticker hier drin. Ja, das ist ein Sticker, das sieht man doch. Das ist aber Glas, auch glasklaren Sticker. Sehr aufwendig, also ungewöhnlich aufwendig gemacht. Wenn man überlegt, dass sie bei der Retro-Line ja gerade extrem Bemalungsdetails weglassen, ja, da sieht man es ganz deutlich, extrem Bemalungsdetails weglassen, sind hier die Figuren, glaube ich, genauso bemalt, wie sie auch damals waren. Nur, dass eben die Knieschoner und Armbänder komischerweise ein bisschen... Ja, da hätte man ein bisschen mehr Farbe investieren können. Da guckt ein bisschen viel Grün durch. Aber sonst sieht das hier alles schon sehr schön aus. Du hast sie auch bestellt. Also jetzt diese Wiederveröffentlichung, ne? Die 4 Stück, genau. Die bekomme ich von World of Nerd. Ich freue mich schon drauf. Schöne Grüße. Mal schauen, wann die dann bei mir ankommen. Ja, ist halt ein schönes Set zum schmalen Taler. Und wie gesagt... Die Trickserie, finde ich, ist mit Abstand die beste Turtles-Serie, die es gab. Ja, es gab aber nicht alle Folgen hier in Deutschland, ne? Doch, das liefen alle, aber sie sind schwer auf dem Medium zu kriegen. Ich glaube, es gibt auf DVD nur so ein paar Folgen. Ich habe es gibt nur eine Blu-ray-Box. Es gibt eine gesamte Blu-ray-Box. Ja, aber nur in den USA. Oder in England. Also jedenfalls nicht als deutsche Veröffentlichung. Nicht in den USA, ja. Ja. Kommt vielleicht noch. Ist auf jeden Fall... Eine schöne Serie mit netten Figuren. Ich bin ja gespannt, ob wir noch vielleicht noch einen Shredder dazu kriegen. Das ist die Frage, ob das jetzt nur bei diesen, ich sag mal so eine 40 Jahre, weil hier vorne steht ja dieser Aufkleber ja drauf, 40 Jahre Edition. Aber 40 Jahre gilt natürlich nicht für die Serie hier. Nein, aber ich meine jetzt so generell das Turtles Franchise als allgemein. Ja. Und es wäre natürlich wünschenswert, gerade auch diese alte Vintage-Serie. Wäre ganz cool, wenn die nochmal neu rauskommt auf DVD oder Blu-ray oder irgendwie sowas. Das ja, die Vintage-Serie ist auch, die wurde eine Zeit lang verramscht. Die stand für irgendwie 10 Euro gefühlt, die ganze Serie bei Mediamarkt und jetzt sind die mega teuer mittlerweile. Das hat schon ein paar Jahre wieder her. Was ganz interessant ist, hatten wir vorhin schon gesagt, genau diese Serie, also die Turtles zu dieser Zeichentrickserie, kommen jetzt auch nochmal raus von Super 7. Von Super 7. Allerdings eine ganze Ecke teurer. Und wenn man sie exklusiv bei Super 7 vorbestellt, kriegt man, glaube ich, 4 Wechselköpfe, wenn ich das mitbekomme. Genau, das heißt, du kriegst dann pro Charakter dann 3 Köpfe. So, normale Bestellungen waren 2 Köpfe.
mit drin. Und bei, wenn du direkt bei Super 7 bestellst, kriegst du noch so ein... Sicher? Ja. Also die normalen Figuren haben auch schon über zwei Köpfe. Genau. Und die sind größer, ne? Das ist ja jetzt die Figurengröße wie damals von der Spielzeug. In der Meinung 5,5 Inch. Das ist ja 5,5 Inch. Ja. Ja. Ich denke mal, die neuen von Super 7 werden wahrscheinlich so groß sein wie die anderen Turtles, ne? Also 6 bis 7 Inch. Ja, wobei, ja, ich glaube 6 Inch ist halt... Ja. Ja, liebe Leute. Ja, so sieht's aus. Das soll's von uns gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vor davon haltet. Warte mal hier, der muss hier... Der Distanzkämpfer, der muss nochmal sich umdrehen. Oh, oha. Oha. Genau, reinschreiben in die Kommentare. Habt ihr sie auch? Kauft euch die beim Partnershop hier von Stefan. Genau, schaut mal vorbei, World of Nerd. Vielleicht gibt es sie noch, ich weiß es gar nicht genau. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine schöne Hommage an die gute alte 2000X Zeichentrickserie. Ganz genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Vielen Dank an Stefan aus dem Off. Er nickt. Ja, er ist ein wenig schüchtern. Ja, ist ja verständlich. Und dann, wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Videos. Ich sage, ciao, ciao. Ciao.